ist ja Firefly. Wo ist das denn? Komm doch raus. Da bist du ja. Es ist vorbei, Firefly. Niemals! Gotham wird brennen und du mit ihm! Ja, ja. Flieg halt wieder weg. Ich fahr dir hinterher. Du solltest dir einen größeren Tank zulegen. Du verlierst ziemlich schnell an Treibstoff. Heute Nacht werde ich dich töten. Na toll. Es ist schon so lange her, Batman. Wie lange genau ist es denn her? Meine Berechnungen sagen 12 Jahre. Oder 13. Wo ist er jetzt schon wieder? Alter, wo ist der Typ hin? Diesmal löscht du mein Loder nicht aus! Ja, ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Ach, da bist du! Brenne. 12 Jahre oder 13 Jahre, weil... 10 Jahre seit Arkham Origins, also zwischen Arkham City und Arkham. Zwischen Arkham Asylum und Arkham Origins lagen ungefähr 10 Jahre. 2 Jahre zwischen Arkham Asylum und Arkham City, wenn ich mich nicht irre. Gehe zum Licht! Oder ein Jahr. Und dann nochmal 6 Monate, glaube ich, zwischen Arkham City und Arkham Knight jetzt. Ich stehe aus! Bin ausgewichen! Wohin folgt der soll ich halt meine Falle, oder? Oh, ich bin auch schon mal besser gefahren. Ist dein Kostüm feuerfest? Ja, ist es. Das ist die Rache dafür, dass du mich auf der Wolke zurückgelassen hast, Batman! Ich hab dich doch nicht zurückgelassen. Du wurdest doch festgenommen. Schon außer Puste? Wie kann ich denn außer Puste sein, wenn ich Auto fahre? Und jetzt halt endlich die Klappe. Nein! Gotham muss brennen! The fuck? Sperrt ihn weg. Nein! Batman? Hoch mit dir, Linz. Ich soll mir brennen! Den wollte ich schon eine ganze Weile in meiner Sammlung aufnehmen. Mach weiter so da draußen, Batman. Sag mal, hat er denn jetzt direkt aufs Dach vom GCPD geflogen? Tatsache. Ah, starke Verbrennungen, schartige, ledrige Haut, der hübsche, wachsartige Schein. Müsste ich wählen. Verbrennungen wären mein liebstes Narbengewebe. Naja, Verbrennungen und seelische Narben. Nicht wahr, Brucey? Schnauze. Okay. Dann haben wir jetzt neue Missionen, beziehungsweise Firefly ist in Gewahrsam. Das wäre abgeschlossen. Jo, schön abgeschlossen. Da fehlt nur noch der Chief von den Feuerwehrmännern. Also der letzte Feuerwehrmann fehlt noch, der Pinguin fehlt noch. Es fehlen noch die paar letzten Miliz-Außenposten. Einer bei Founders Island und 3 Stück bei Megani Island. Keiner auf Bleak Island. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Vielleicht habe ich noch keine gefunden oder es gibt da gar keine.
Wir müssen noch rausfinden, was mit Lucius los ist. Wir müssen noch Minen entschärfen. Wir müssen noch Milizaußenposten machen. Wir müssen Catwoman noch vom Riddler retten. Und hier haben wir auch noch eine Herausforderung irgendwo. Genau, Großwildjäger, das müssen wir dann noch machen. Fahre eine beliebige Batmobil-Sekundär auf Stufe 4 ab. Das können wir gar nicht machen, weil wir Stufe 4 noch nicht freigeschaltet haben. Ja, und hier haben wir noch irgendwas zum Freischalten. Und hier haben wir noch was zum Freischalten. Da oben. Aber das ist mit der Story. Und hier ist noch ein Rennen, das haben wir noch nicht freigeschaltet. Zwei Rennen mit der Story. Das ist ja voll der Spoiler, da wissen wir ja, dass da noch zwei Rennen kommen werden. Wahrscheinlich, also mit dem Riddler. Naja. Darum kümmern wir uns aber später. Ich muss jetzt nämlich Tomb Raider aufnehmen. Sonst kommt keine Folge mehr. Wieso arbeitet Ivy jetzt mit der Fledermaus zusammen? Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Aufnahmesession bei Batman Arkham Knight. Hallihallo, meine Freunde der Gerechtigkeit und der Nacht oder der dunklen Gerechtigkeit oder nächtlichen Gerechtigkeit. Ist ja auch egal, hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Knight. So, wir sind auf Miagani Island, da haben wir Firefly abgegeben. Der kann jetzt im GCPD weiter rumplärren, wenn er so unbedingt will. Wir haben hier oben, nee, wir sind gar nicht auf Miagani, wir sind auf Bleak Island. Wir haben hier oben noch ein paar Ritter-Trophäen, die würde ich sagen, sammeln wir mal kurz ein. Ohne viel zu reden. Wir haben zwar noch einige andere Aufgaben vor uns, aber die würde ich trotzdem ganz gerne einsammeln. Sind ja auch nicht allzu weit weg. Wenn ich mich auf diesen Werbetafeln zwischen Riddle und Scarecrow entscheiden muss, nehme ich den Stromausfall. Und hier hoch, genau. Und da hinten ist es. Wir müssen wahrscheinlich durchs Dach reinbrechen. Obwohl gar nicht. Ah ja, ein Geschütz. Habt ihr gehört, dass dieser Penner Nightwing in der Stadt ist? Batman muss echt verzweifelt sein. Aha. Okay, dann wollen wir mal. Ich hab den Kleinen kämpfen sehen. Er kann auf sich selbst aufpassen. Erzähl doch nix. Kann er den kaputt machen? Tatsächlich. Perfekt. So, dann du geh mal dahin. Das Problem ist jetzt natürlich, er kann gar nicht an dieses Geschütz da. Wenn ich jetzt sage, er soll dieses Ding aufheben. Genau, dann schießt er nämlich gleich. Ich muss ein Ziel auswählen, bevor ich einen Befehl gebe. Aber er trifft's nicht. Das ist ja interessant. Also er bringt... trifft's, aber es macht ihn nicht kaputt. Okay. Ich muss ihnen ein Ziel in Reichweite zuweisen, um einen Befehl zu erteilen. Ja, ja, ja. Dann wollen wir die mal ausschalten. Und die Trophäe nehmen. So. Selbst die Roboter verraten mich. Oh, sie werden leiden, Detektiv. Ich programmiere schon den Virus. Ja. Ja, dann programmiere die mal auf Schmerzempfindlichkeit. Das wird ihnen sicherlich sehr, sehr schmerzen, wenn du sie im Virus befällst. Leiden wahrscheinlich. Die Roboter sind mir aber auch eigentlich vollkommen egal. Sind ja nur Roboter. Die haben ja keine Gefühle. Catwoman, was hat sie gemacht, um Nick mal so zu verärgern? Nichts, gar nichts. Sie hat sie nur geschnappt, um an Batman zu kommen. Soll er nicht angeblich ein Genie sein? Ja, sollte man meinen. Aber ist er nicht. Er hält sich für klüger, als er am Ende ist. So, wie komme ich da jetzt rein? Eine Holzverkleidung. Oh nein, wie komme ich denn da rein? Soll ich etwa mit Explosiv gehen? Der ist sicherlich auch fertig. Klar. Probier's doch. Mit dem Miliztypen wird der Typ sicherlich fertig. Das wird kein Problem. Nein. Und da hinten ist noch ein zerstörbares Objekt. Dafür brauchen wir wieder unser Lieblingsgefährt. Es nervt schon irgendwie. So, die werden alle erledigt. Die hier. Weißt du, was das denn mit Autos macht? Ich will es nicht herausfinden. Na. Das macht's mit Autos. Jetzt weißt du's. Und das macht's mit Fußgängern.
Da, ein Milizding. Wieso bringen die eigentlich diese komischen Milizteiler hier an? Das verstehe ich nicht. Das sind echt seltsame Leute. Ups, tut mir leid. Das wollte ich. Und hier ist die nächste Riddler-Trophäe. Dann holen wir uns die auch mal kurz schnell. Denn da jetzt hin? Oder ran? Ah, nö. Ah, ja. Bevor ich da jetzt reingehe, Hochspannung gesetzt zur Oberfläche bewegungsunfähig machen soll. Ja, gut. Ich weiß schon mal, auf das hinausläuft. Wir werden wahrscheinlich reingehen, die Trophäe aufwerfen, ausholen und dann. Das muss ich echt nicht normal haben. Würde das Ding runterlassen wollen. Aber ich gehe jetzt auf den Schalter. Und dann wird Folgendes passieren. Das Ding wird runtergehen. Hat der Arkham Knight und der Schwung wird dann gehen. Der redet doch nur. Oder auch nicht. Gut, dann machen wir das eben so. Das Batmobil können wir hier jetzt nicht rufen, das ist ja von hinten blockiert. Können wir dem hier eventuell sagen, greif mal den hier an. Solange er beschäftigt ist, folgt er meinen Befehlen nicht. Also, solange er beschäftigt ist, folgt er den Befehlen nicht, das ist interessant. Er ist zu feige, sich zu zeigen. Ach, ich hab eine Idee. Na, verdammt. Wir können uns hier treffen, das ist doof. Und eine Kehrtwende in der Mitte. Und jetzt lassen wir es einfach runter und zerquetschen sie. Jetzt ist sie Moos. Einer lebt noch. Interessant. Oder steht noch. Die leben ja nicht, das sind ja Roboter. Hatten wir ja gerade eben schon. Gut, das war auch nicht besonders schwer. Aber das sind die Rätsel hier ja allgemein nicht. Vor allem, weil wir punktgenau wissen, wo die Leute, wo die Sachen sind, die wir suchen müssen. Außer die Rätsel mit dem Calendarman, das weiß ich immer noch nicht genau, wo ich suchen muss. Wahrscheinlich im Hintergrund. Ich nehme an, da ist wieder irgendein versteckter Raum oder sowas, den wir so einfach nicht finden können. Oder nicht so einfach finden. Ach nee, nicht schon wieder. Ach, nicht schon wieder. Bin extra aus Bloodhaven raus, um von dem wegzukommen. Die Scheiße. Es fahren noch jede Menge Panzer rum. Ah ja, da. Und hier lang und jetzt weiter, 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 weiter. Der könnte mal ein bisschen schneller scannen, das wäre echt gut. Da hoch? Oh Scheiße, er klebt an uns dran. Tritt drauf, bring uns da hier hoch raus. Oder darüber? Ah, siehst du? Weg, das ist toll. Jetzt sind die Fragezeichen weg, aber okay. Ich glaube, den hatte ich auch noch nicht eingesammelt da vorne. Oder? Nee, da ist er. Da wollen wir wieder unseren alten Synthesizer hochholen, rausholen.
Und die sagen, hier, geh mal dahin, du dummes Stück Dreck. Altmetall. Wie oft kann man eigentlich dasselbe Rätsel im Spiel ins Spiel tun, ohne dass man sich wundert, wann wird es dem Spieler zu langweilig? Ich frage mich, wie oft es das Rätsel hier gibt. Ich meine ja nur, das ist jetzt bestimmt schon das vierte oder fünfte Mal, dass sie genau das gleiche machen, wo wir... Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber keiner der verräterischen Blechmänner wird heute sein versprochenes Herz bekommen. Ja. Es ist jetzt bestimmt schon das vierte oder fünfte Mal gewesen, dass wir dieses Ding gemacht haben, also das gleiche Rätsel gemacht haben. An verschiedenen Orten, das ist doch irgendwie langweilig. Das habe ich ja schon mal gesagt, der Enigma, der lässt echt nach, der hat echt nachgelassen, wirklich mit den alten Teilen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hatten die Entwickler selber keine Ideen mehr. Das kann sein. Vielleicht hatten sie selber keine Ideen mehr, wussten nicht, was sie machen sollen. Und dann haben sie einfach gesagt, okay, machen wir irgendwas. Machen wir irgendwelche 200 Rätsel oder über 200 Rätsel, die von denen 50% alle dieselben sind. Oh, guck mal, was da langgelaufen ist. Keine Chance! Sag bloß, du bist jetzt kein Riddler-Informant mehr. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Zur Strafe kriegt er eine Kugel in den Kopf. Oder im Rücken. Wo ist er denn schon wieder? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist er weggelaufen. Wenn du mich fragst, könnte es wieder einsetzen? Ach, das hatte ich schon mal gewusst. Na gut. Und guck mal einer an, wo wir schon wieder sind. Wir sind wieder auf Founders Island. Und da ist noch eine Trophäe. Na nü. Wer will Batman denn nicht tot sehen? Ist das immer noch das mit der... Tatsächlich, das war nicht das, was... Das war nicht... Da hat es nicht hingeführt. Okay, dann... Ah nee, klar, das ist wirklich irgendwas wie so eine komische... Wie so eine komische Fläche, die wir kaputt schießen müssen. Na komm. Zeig mir die Markierungen auf dem Boden. Vollidiot. Was macht denn die Polizei jetzt eigentlich, wenn sie aussteigen? Gar nichts, aha. Die bleibt einfach nur stehen. Okay. Was hat Scarecrow vor? Er soll die Fledermaus einfach töten. Man muss schon sagen, die Polizei in Gotham, die hat's schon drauf. Na, wo ist denn das komische Ding? Gucken wir uns mal, wenn wir nochmal hier hochfahren, ob es noch lange genug da ist. Ja, jetzt sind sie noch da. Hoffe ich nur, dass der sich aus... Und jetzt sind sie verschwunden. So eine Scheiße. Verschwinden sie auch immer weiter. Blöde Fragezeichen. Das ist echt doof. Da sind sie wieder da. Wir müssen da hoch. Batmans Panzer hat mich vorhin fast erwischt. Jo, fast? Ich lass nach. Ah ja, jetzt sind sie da. Manchmal funktioniert das mit dem Scannen auch nicht richtig. Das. Naja. Das ist nochmal ein bisschen nervig. Da oben? Ernsthaft? Ach, da. Da ist eine Riddler-Trophäe drin. Was sind das immer für komische Orte? Ace Chemicals. Euer Entwurf eingeschaltet statt. Ah ja, da ist das brennende Ace Chemicals Gebäude. Die Fabrik. Wo wir uns beinahe selbst geopfert hätten. Das wäre voll nach hinten losgegangen, hätten wir das gemacht. Ich habe gehört, Gasmasken helfen nicht, weil das Toxin zu stark ist.
Der Scarecrow hat ja noch einen zweiten Plan. Wahrscheinlich noch einen dritten Plan. Einen vierten Plan und einen fünften Plan. Und dann gibt es noch den Arkham Knight. Die hätten wir uns selbst geopfert, dann wäre keiner da gewesen, um sie aufzuhalten. Weil Robin hätte es nicht geschafft und Nightwing hätte es nicht geschafft. Oder würde es nicht schaffen. Das Ding macht uns platt. Jetzt darfst du. Ach ja schon. Wir sind ja selber noch dabei. So, und ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Lass mich ja hier vorbei, bitte. Genau, er freute sich auf jedes Halloween. Doch dieser Kalenderkiller musste weiterziehen. Und da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, weißt du was? Dass es hier jetzt wieder irgendeinen versteckten Raum gibt. Arkham Knight und seine Riesenarmee. Ich verschwinde aus der Stadt. Irgendwo gibt es hier bestimmt wieder einen versteckten Raum. So wie beim anderen auch. Ich laufe mit der Tiefsicht hier rum. Gibt's doch bestimmt wieder irgendwas. Hier ist eine Lampe. Ich weiß nicht, warum die so leuchtet. Das ist interessant. Die Lampe leuchtet auch so komisch. Freute sich auf jedes Halloween. Doch dieser Kalenderkeller musste weiterziehen. Bin ich hier nicht schon mal in Ding in der Sicht rumgelaufen? Ich glaube nicht, oder? Hast du von dem Kerl gehört, der mit Scarecrow? Ich glaube, das war das mit dem. Was war das da? Ah ja, hier war noch der Feuerwehrmann, glaube ich. Nee. Doch. Feuerwehrmann, glaube ich, ja. Freute sich auf jedes Halloween. Doch dieser Kalenderkeller musste weiterziehen. Ist hier irgendwas? Gibt's hier irgendwas? Das ist nur eine blaue Kiste. Ich habe gedacht, die wird grün. Für einen Moment lang. Das Batmobil kann ich auch nicht rufen, um durch die Mauer da zu brechen. Das ist ein bisschen seltsam finde. Normalerweise kannst du durch solche Mauern einfach durch. Es scheint mir nicht so zu sein. Huch. Da hat jemand auf unser Batmobil gehauen. Während wir nicht da waren. Es scheint mir nicht so zu sein, als lägt die Lösung so einfach auf der Hand. Das tut sie ja sowieso nicht. Wir wissen ja, es hat irgendwas mit dem Kalenderman zu tun. Und ich bin in der vollkommen falschen. falschen Gebiet. Das ist auch geil. Ich habe mich schon gefragt, wie lange es dauert, bis Dad sich blicken lässt. Ich verstehe jedes Mal Dad. Ist auch nicht wieso. Immer Dad. Aber er sagt der Dent. Ist wie ein Harvey Dent, aber er sagt, ich verstehe immer Dad. Wir sind das. Nicht zu glauben, dass die Fledermaus mit Ivy arbeitet. Die hat mich im Asylum meiner Gehirnwäsche unterzogen und ich laufe immer noch ungarn über Rasen. Ja, das wissen wir ja schon, das ist nichts Neues. Nee. Also es hat entweder was mit Halloween zu tun oder mit dem Kalenderman. Ich nehme an, es hat was mit dem Kalenderman zu tun und Halloween. Vielleicht hat es was mit dem Kalender zu tun. Es geht wahrscheinlich um irgendein Datum. Irgendwie sowas. Denk dran, wir sind hier, weil uns der Knight ausgesucht hat. Verdammt nochmal, wo ist denn der Scheiß? Drescher. Zumindest der Knight und seine Infos stimmen meistens.
Riker heißt schon wieder. Da kommen wir nicht rein. Schade. Echt doof. Das ist schon das dritte Mal, glaube ich, dass ich hier rumfahre und die Lösung nicht finde. Ärger Knight ist nur ein harter Kerl mit ein paar Söldnern. Two-Face, dem Riddler, zum Teufel sogar dem Pinguin. Die haben diese Stadt im Griff. Und sind wir jetzt noch im Gebiet? Ne, wir sind komplett woanders. Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Würde sich niemals etwas ändern. Was zur Hölle ist das? Die Federbus, Leo! Was macht er da? Er verfolgt uns! Weißt du was, ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause, ist mir jetzt zu blöd. Ich suche jetzt offscreen. Ich muss ja jetzt nicht die ganze Zeit aufnehmen, das ist ja zu langweilig.